Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch eine Rezension und zwar ist es das kleine Hörbuch vom inneren Frieden mit einfachen Ritualen, Verbundenheit, Liebe und Freunde erfahren, Freude erfahren, genau. Es ist wieder von der Daniela Hoffmann gelesen. Ja, sie ist ja die deutsche Synchronstimme auch von Julia Roberts und Ellie McBeal und ihr wisst, ich liebe ja diese kleinen Hörbücher, weil die gehen gerade mal eine Stunde und 19 Minuten geht das jetzt zum Beispiel. Dieses hier geht eine Stunde und 13 Minuten der inneren Stärke und vom bewussten Leben. Das geht eine Stunde und 18 Minuten. Also man kann sagen, es ist immer so circa eine Stunde. Und ich finde, eine Stunde kann man sich im Monat, im Tag mal nehmen und sich das Ganze anhören. Diesmal. Ja, beschäftigen wir uns mit dem Thema Frieden, mit dem inneren Frieden. Und da haben wir auch wieder so kleine sechs Kapitel eingeteilt. Am Anfang haben wir natürlich wieder die Einführung in dieses Thema, dann Kern der Spiritualität, dann eine religiöse Jugend und Nutzen. Vom Nutzen der Praxis, also was es einem persönlich bringt, inneren Frieden an den Tag zu legen. Und dann im ersten Kapitel ist dann der Weg zum inneren Frieden, das Morgenlicht. Also dann lernen wir verschiedene Rituale kennen, die wir sozusagen schon morgen früh damit beginnen können, gut gelaunt aufzuwachen, indem wir uns bewusst ein paar Minuten früher aufstehen und uns bewusst klar machen, dass es doch toll ist, dass wir atmen und so Kleinigkeiten, dass wir halt die bewusst wahrnehmen. Man kann auch positiv mit einem Lieblingslied in den Tag starten, was einen so richtig schön motiviert und gute Laune verschafft. Solche Sachen könnte man da sozusagen machen. Also es wird dann auch so ein bisschen erklärt, wie man das Ganze umsetzen kann. Dann haben wir das zweite Kapitel mit Verbundenheit, ja, wie man still und langsam den inneren Frieden findet. Ja, dass man halt sich auch mal Zeit für sich alleine nimmt und halt auch bestimmte Sachen bewusster wahrnimmt und verinnerlicht, dass man halt dann auch im Kapitel 3 lernen wir dann das Leben und Atmen. Also ja, also dieses Hörbuch ist wirklich überhaupt nicht fürs Autofahren gemacht, weil man so kleine Atemübungen macht, die einen in die Meditation führen können. Und das sollte man natürlich dann nicht beim Autofahren machen. Und man sollte natürlich auch auf die Körpersprache achten. Und Kapitel 4 ist die Liebe und ja, wie man halt den Abend gestalten kann, um halt Ruhe zu finden, zum Beispiel eine Kerze anzünden und wirklich nur bewusst auf diese Flamme gucken und das Ganze in sich aufsaugen. Und das fünfte Kapitel ist Vertrauen und genau. Und das sechste Kapitel ist ewige Ruhe. Und da werden dann natürlich auch mit Mula Banda verschiedene Sachen noch erwähnt und erläutert. Und ich muss sagen, ich finde es richtig schön gemacht. Es ist richtig leicht erklärt. Und man kriegt richtig ein Gefühl für dieses Thema. Und ja, es ist auch sehr, sehr schön gesprochen. Also richtig angenehm. Und ich mag ja die Stimme von Daniela Hoffmann. Ja. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen und ich finde, diese kleinen Hörbücher sind auch perfekt zu verschenken, jetzt zu Weihnachten, zu Nikolaus, als Geburtstagsgeschenk oder einfach nur mal so ein kleines Geschenk für zwischendurch, um jemandem eine Freude zu machen. Ja, also ich finde, diese Hörbücher bauen einen richtig auf. Man nimmt das Ganze auch nochmal bewusst wahr, diese Themen. Und ich finde die auch, die sehen wunderschön zusammen im Regal aus. Und es gibt natürlich noch viele, viele, viele weitere von diesen Hörbüchern. Und das ist jetzt nur ein kleiner Teil, den ich habe. Und ich finde sie
wirklich schon wunderschön. Und es ist wirklich für Einsteiger ist es ideal, die sich halt mit Meditation, mit Affirmation und ja, und das Selbstbild, Selbstbild ein bisschen stärken wollen, das Selbstbewusstsein stärken wollen, die bewusster leben wollen. Ja. Und ich finde, so für zwischendurch mal eine Stunde. Man kann sie auch immer und immer wieder anhören. Das finde ich auch toll. Man kann sich immer und immer wieder damit befassen. Ich muss sagen, ich würde bei diesen Themen nicht zu den Büchern greifen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das in den Büchern bildlich so dargestellt wird, dass man genau versteht, was in diesem Moment gemeint ist. Und deswegen finde ich das gesprochen einfach besser. Die Bücher, die haben 96 Seiten immer so in dem Dreh rum. Also die sind jetzt auch nicht wirklich dick. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es auf diesen kurzen Seiten ja, genauso dargestellt wird. Bei einigen Sachen, die man spricht und mit Sprache erklärt, ist es meist besser als das Geschriebene. Wisst ihr, was ich meine? Weil, also wenn ich das jetzt meist so lese, kann man das meist auch anders interpretieren, als der Autor das eigentlich gemeint hat. Und bei diesen vorgelesenen Hörbüchern ist es halt so, dass die Synchron, also die Sprecherin, genau weiß und erklärt bekommen hat, wie der Autor oder beziehungsweise die Autorin das gemeint hat. Und ja, deswegen wird das dann gleich besser erklärt. Bei einigen Sachen finde ich, die kann man sonst beim Lesen, so diese Beispiele, die sie ja immer bringt, die könnte man sonst in verschiedene Art und Weisen interpretieren. Und ja, deswegen. Und ich finde, sie sehen auch wunderhübsch aus. Mit diesem Vogel mal drauf oder diesem Bäumlein oder hier dieses Meer und den Sonnenuntergang. Also ich finde das wirklich wunderschön gemacht. Wie gesagt, ich verlinke euch auf jeden Fall wieder das Hörbuch und das Buch, falls ihr es möchtet, wieder unten in der Infobox. Da könnt ihr euch gerne auch nochmal den Klappentext zu den Büchern bzw. Hörbüchern durchlesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.